Aber oder? vielleicht muss man sich Genau. auch gar nicht an diesen Begrifflichkeiten, Völkermord, Vertreibung, Massaker. Es hat eine Vernichtung des armenischen Volkes stattgefunden. Das ist nicht wegzudiskutieren. Das Leid dieser armenischen Opfer wird ja auch von Staatspräsident Erdogan geteilt. Das hat er ja öffentlich gemacht. Das heißt, die Türkei bestreitet ja nicht die Opfer, die sozusagen sondern es geht vertrieben um die worden ist. Es Einordnung. geht um die Einordnung. Und da muss man sich halt auf eine Begrifflichkeit einigen. Wenn man das nicht Völkermord nennt, aufgrund der UN-Konvention, dann nennt man das halt Metzger gern. Wie die Armenier das tun, also große Katastrophe, das ist ja die Begrifflichkeit, die auch Präsident Obama benutzt. Aber feststeht, es hat ein Völkermord, eine Vertreibung von unschuldigen Menschen stattgefunden. Zur Armenierfrage. Wenn UN das zur nicht Armenierfrage, sagt, wenn die andere, zur Armenierfrage gibt es ja sagen, keine zwei Wahrheiten. Das so zur Armenierfrage gibt es leider keine zwei Wahrheiten, sondern nur eine Wahrheit, genauso wie es nur eine Wahrheit zum Holocaust gibt.